Habt ihr auch schon gemerkt, dass man nicht mehr so viele Aftos trifft? Oder nicht mehr so viel von denen getroffen wird? Das liegt am letzten Update, mit dem man ja nur noch 2 Kugeln Long Ammo aus so einer roten Box bekommt. Sogar nur noch eine aus einer kleinen. Da frisst die Afto mit ihren Dreierbursts einfach zu viel Munition. Wer die spielen will, muss zwangsläufig eine Moonbox einpacken. Da sind dann wenigstens 5 Schuss drin. Mit dem Gunrunner Trade gibt es ja immer noch mal 2 Patronen on top. Und ich will heute mal ausprobieren, wie wirksam das bei einer Afto ist. Als Zweitwaffe habe ich eine Uppermatt dabei für Distanzkämpfe. Es wäre eigentlich ganz geschickt, die mit Special Ammo zu bestücken, um insgesamt mehr Munition aus den Boxen zu holen, aber ich will ein bisschen Puffer für die Afto haben, sodass ich entscheiden kann, in welche der beiden Knarren ich mehr Munition reinstecken will. Die Spinne wird schon recht früh in Kingsnake gebanished, aber der Assassin ist noch zu haben. Und als ich den suche, treffe ich auf einen verhaltensauffälligen Armored. Der ist doch gerade von irgendwas getriggert worden. Der ist doch gerade von irgendwas getriggert worden. Nein? Wohl nicht. Okay, vertan. Ist der eben, der Armored eben doch getriggert worden von den Typen da. Okay. Frage, ob er mich da sieht. Ja, die zubbeln da immer noch rum. Da zubbelt er. Winnie mit Levering, würde ich behaupten. Da kommt sein Kumpel. Seine Kumpels. Doch mal ein ganzes Rudel. Mach das nochmal. Ey, das sind so viele. Ja, jetzt muss ich leider noch mal ein bisschen andere Dinge machen, Leute. So, wenn wir die Gelegenheit haben, das hier mitzunehmen. Schade, ich hätte ja gedacht, das ist. Ne? Safe ein Headshot. Jetzt müssen wir mal von anderswo auf ihn zukommen. Nein. Jetzt bin ich nochmal ganz außen rum. Das waren ja nur 4. Zuerst war der eine alleine und dann kamen die 3 noch hinterher. Ja gut, die haben gesehen, dass ich nach hier hinten weg bin. Okay, der eine
Also beide Special Ammo. Also die Special Ammo ist alle. Heißt, wir haben wahrscheinlich zwei Leute mit Poison und Silencer oder sowas. Auf jeden Fall Silencer. Ich habe vorher keine Schüsse gehört. Wir haben schon ordentlich was verblasen, wie es scheint. Okay. Die hocken einfach hier die ganze Zeit rum. Kurz die Füße nass machen. Ah, hat aber genau gesehen, von wo ich da komme. Also die haben offenbar keinen Vertrag mit dem Boss. Aber die sitzen da und warten auf mich, denn der eine war ja relativ nah. Na gut, Boss könnte auch hier unten sein. Oh, Mist. Nee, die könnte nicht sein. Hä, ist das im Prison, wo die da rumschießen? Was macht denn eigentlich das Boss-Team? Ach, die rennen da auch noch rum. Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Achso. Hier waren die. Alles klar. Das wird voll da oben. Das wird ja voll da oben. Jetzt wird da schon geschossen. Und dann kommt hier auch noch das Bounty-Team von der Seite. Will aber gleich von der anderen Seite dann jetzt kommen. Oder ich kill das Bounty-Team. Naja, gut. Das wird jetzt alles nicht so trivial. Ist halt schon relativ nah ran. Was jetzt bei dem Wetter ganz gut funktioniert. Ich hab noch keine Shotgun gehört, aber dem Wetter hört man ja auch nichts. Ich muss hier direkt im Hof. Also gleich. Noch alle hier drin unterwegs sein. Wer ist da hinten? Okay. Ich habe zwei Teams getroffen. Wir rennen da drüben auf Holz rum. Team ist wohl gestorben.
Okay, das hat gar nicht funktioniert. Da sneakt jetzt wer über die Seite. Vielleicht rüber zu mir. Ich dachte, der ist viel näher. Viel. So nah ungefähr. Nichts zum Anzünden. Letzter Schuss. Oh, sie steht wieder. Sie steht wieder. Okay, woran ist sie jetzt gestorben? Er. Jetzt stehen die da natürlich alle da. Ach so, sie haben ihn. Kommen die hochgerannt. Ah, das ist jetzt das Bounty-Team. Ja, wenigstens liege ich draußen. Können sie halt zwei auf einmal anzünden. Okay. Uff, in dem Durcheinander. Ich hatte halt nur noch einen Schuss, wobei der eine Schuss gereicht hätte. Ich glaube, ich liege halt jetzt auch mitten in der Choke. Okay, uff, da ist aber noch was los. Probier's mal. Oh Gott. Oh fuck. Außen regnet's doch, oder? Offensichtlich nicht genug. Uiuiui. Uiuiui. Okay, dem geht's noch richtig gut. Die Aftu will halt auch keiner mehr haben. Das ist das Schöne. Seit die so ein Munitionsfresser ist. Oh. Das finde ich gut. Sind alle leise geworden. Ja, der eine war wild. Und da drüben sind doch welche. So unterwegs. Oh, ist schwierig. Uff, fast selber reingelaufen. Ja, ich brauche irgendwie da unten den Herrn. Oh, ein Hammer. Let's start.
muss ich halt irgendwie jetzt klein kriegen. Muss ich ihn reinkriegen. Oh, was? Was woanders? Das hier. So, da soll er sich erstmal ein bisschen selbst entzünden. Fahr doch da rein. Natürlich. Könnte ich hier oben anzünden? Shit. Oh. Immerhin getradet. Wo sind deine Freunde? Irgendwie habe ich getroffen. Ist der weg? Ach, der ist weg. Shit. Der muss sich jetzt mal langsam runterbrennen hier. Komm jetzt. Jetzt alle wieder hier rüber. Shit. Ich glaube, es ist über mir. Oh, da liegt da noch wer. Ist da leider auch.
Das hatte ich nicht erwartet. Darüber kommen, das höre ich. Sind ich noch irgendwie nicht looten kann. Sie wieder aufgestellt. Ja, und die Falle habe ich nicht wieder hingetan. Ja, der eine ist da oben im Turm. War die vorhin auch schon auf die Tür? Gerade nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hier unten drin. Oh. Okay, Knarre ist leer. Was ist los? Ja, genau, ist ja leer. Das ist der nächste Ausgang. Im Norden, möglicherweise. Der nächste Wagen, da drüben. Außen irgendwo. Und dann gerade hoch. Dann gerade nach Norden, das könnte klappen. Noch schneller. Das geht holen. Oi, oi, oi. Viel Wasser. Hier weiß ich ja schon, hier waren sie an der... an der Dingsbox. Okay, alles weggefrühstückt.
bewegen die sich. Natürlich. Also eine Ausdauerspritze wäre jetzt schön. Das würde mich nicht beschweren. Aha. Ja, vielleicht war ja einer tot. Ah, aber noch so ein bisschen. Immer so ein bisschen extra Munition. Das ist schon schön. Ein bisschen mehr nach Norden. Ich drifte ab. Habe Entenfüße, ein Glück. Warum? Hätte mir schön sparen können. Gut. Die sind aber auch zufrieden mit dem, was sie haben. Bewegen sich raus. Dann sind wir doch alle happy. Und ihr hoffentlich auch. Mein Fazit ist also, ja, mit Bullet Grubber, Gunrunner und der Moonbox kann man die AFTO einigermaßen satt bekommen, aber ich habe halt auch alle Moonkisten am Wegesrand aufgeklaubt. Die gleiche Situation bei dem gestickybombten Scrap Peak und mir wären nach dem dritten Gegner die Mumpeln ausgegangen. Deshalb finde ich die Änderungen am Ammo-System von Hunt super. AFTO kann man immer noch spielen, dafür muss man sich aber mit Trades und Ausrüstung komplett drauf einstellen. Und dazu sind viele Spieler nicht mehr bereit, deshalb ist die AFTO endlich seltener geworden. Bleibt mir nur noch, mich bei euch zu bedanken. Schnappt euch gerne noch ein Abo oder schaut euch ein paar andere Videos hier an. Ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Bis zum nächsten Mal. Ciao.